Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer, föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland. 882.347 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert, 5.212 mehr als am Vortag. 6.615 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit ist die Anzahl der Genesenen höher als die Zahl der Neuerkrankungen. 177.286 Aktivfälle verbleiben noch zur Behandlung in den medizinischen Einrichtungen. 14.854 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 129 Patienten starben am Berichtstag. 30,3 Millionen Virustests wurden durchgeführt. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 21%. 2.987 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert, 14 mehr als am Vortag. 6 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit ist die Anzahl der Genesenen niedriger als die Zahl der Neuerkrankungen. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum keinen Todesfall. Insgesamt hat Kaliningrad 53 Sterbefälle zu beklagen.